Junge, Junge. So, kann man hier was hören? Offensichtlich. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Hallo zusammen, wer ist denn da? Ja, wir sind auf jeden Fall noch zu retten. Aber ich habe eine andere Frage, wie ist denn der Ton? Kann mir mal jemand schreiben, wie der Ton ist? Weil ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Einstellungen hier bei YouTube Studio funktioniert. Bestens, Ton ist perfekt. Ja, ich nutze diesmal ein Ansteckmikrofon. Aber diese ganzen Sachen hier auszuwählen, ich weiß nicht, was ich da auswählen soll. Und ich habe das jetzt 4-5 Mal ausprobiert, bis es funktioniert hat. Ich sehe keinen Regen bei dir. Glaub mir, da hinten ist Regen. Ich bin heute Morgen schon da durch. Glaub mir. Mit Regenklamotten, mit allem drum und dran. Ja, dass der Ton etwas dumpf ist, das liegt an dem Ansteckmikrofon. Ton ist gut. Hallo. Grüße nach Wesel, glaube ich. Ist das Wesel? Chris und Liz am Limit? Seid ihr schon aufgeregt für den Megamarsch? Hallo Mario. Also ich habe hier, wie gesagt, da ist die Kamera und hier steht der Laptop. Ich glaube, das ist für mich ein bisschen einfacher. Also sorry, wenn ich nicht immer in die Kamera laber. Aber ich versuche mich möglichst daran zu halten. Wie ist denn das Wetter bei euch? Seid ihr auch vom Dauerregen betroffen? Wesel, okay. Total aufgeregt. Ja, das wird schon. Ihr macht das schon, bin ich mir ziemlich sicher. Hallo Helma, Patrick, Olli, Marti Media Videos, Grüße, Darius. Habe ich jemanden vergessen? Malexius, schöne Grüße an dich, Dr. Urbex, Peter unterwegs, Thorsten Schlüter. Ja, schön, dass ihr da seid. Sind wir schon wieder 17 Leute hier. Jetzt kriege ich hier gerade irgendwie eine Benachrichtigung auf dem Handy noch. Wie ist denn die Bildqualität? Grüße vom Balkon mit Sicht Richtung Senkbachtal. Ja. Ich lasse das Wasser den Berg runterlaufen. Auf jeden Fall. Ja, also das ist ja absolut chaotische Zustände, habe ich gehört. In Dortmund, nee, in Düsseldorf und in Hagen soll wohl so schlimm sein. Also die kommen da wirklich nicht hinterher. Ist echt verrückt. Leichter Regen bei Heidelberg. Ja. Ich könnte ja jetzt ein Foto machen oder die Kamera bewegen, aber ich glaube, das ist so schnell, das kriegt die Kamera wahrscheinlich nicht drauf. Sieht aus wie 720p, ist aber 1080p. Das ist verrückt, ich habe sonst wirklich nichts eingestellt. Aber wie ist denn die Qualität zum Vergleich des Smartphones? Ist die gleich, ist die schlechter oder ist die besser? Ja, das Wetter so in der Form ist mir prinzipiell auch lieber als 36 Grad im Schatten und so Klamotten. Definitiv.
Dauerregen in Neuss. Ja, ich muss heute auch noch nach Düsseldorf. Ich habe Spaß. Ich habe gehört, irgendwie die A46 von Düsseldorf Richtung Wuppertal ist wohl gesperrt aktuell. Kein Regen südlich von Wien. Bild ist absolut okay. Danke fürs Feedback. Das ist im Übrigen die Kamera, die ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe, als ich da im Wald, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich, genau, da wollte ich doch auch die Hängematte abspannen. Und das Tarp, aber da hat es ja auch so übelst geregnet, also das passt eigentlich absolut perfekt. Schiedwetter, ja. Hallöchen, Hartz IV-Boy. Schöne Grüße nach Wesel, Riemchen draußen unterwegs. Das Bild ist tatsächlich besser, das hätte ich nicht gedacht. Ist etwas verschwommen, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig vom Bildschirm, ne? Meine Cam ist unterwegs. Ich freue mich schon drauf. Die DJI, meinst du? Ja, ich hätte jetzt auch, keine Ahnung, 200 Euro für so eine Webcam da bezahlen können, so eine stationäre, aber das sehe ich auch irgendwie nicht ein, weil der Großteil doch tatsächlich unterwegs geschehen soll. Und das ist jetzt eigentlich auch wieder nur so eine Testvariante, um mal zu gucken, wie der Ton ist und das Bild mit dem Laptop etc. Aber freut mich, dass das klappt. 22 Zuschauer sind wir. Oder 23. Nicht richtig toll. Ich wähle mir auch immer Zeiten aus, wo keiner Zeit hat eigentlich, ne? Ja, zu teuer, ja, kommt halt eben immer darauf an, was man bereit ist zu investieren oder was man kann und was notwendig ist. Ne? Das ist ja dieses leidige Thema. Ich kann 1000 Euro für ein Zelt ausgeben, so ein Ultralight-Ding, aber ja, sehe ich auch irgendwie nicht. Über die Kamera, ja, kann ich gerne machen. Das wollte ich sowieso noch im Rahmen dieser Serie von der ersten Idee zum YouTube-Video. Das stockt ja irgendwie im Moment, aber das ist tatsächlich auch geplant, dann ja zu erzählen, wie ich mit der DJI Osmo Action filme, wie ich da das dran montiert habe, wie das mit dem Standfuß ist und sowas alles. Dann nutze ich im Übrigen aktuell einen anderen Selfie-Stick, denn den ich vorher hatte, da musste ich mir unten Heißkleber dran machen und so ein Gewinde, damit ich halt eben dieses Stativ da dran schrauben kann. Im Moment nutze ich einen Selfie-Stick von diesem Rollei Outdoor Kit, was ich für den Brückensteig bestellt habe. Da ist so ein ganz kleiner Selfie-Stick drin, den kann man wirklich so mehrfach ausziehen und unten kann man halt eben entsprechend noch so einen Stativfuß dran machen, so dass man das auch hinstellen kann, ohne dass ich da irgendwelche Heißklebeaktionen oder sowas machen muss. Hi Mika, schöne Grüße. Wie ist das Wetter bei dir? Planst du irgendwelche coolen Livestreams? Nee, das ist aktuell spontan. Also was ich mir vorstellen kann, ist, das in regelmäßigen Abständen zu machen, vielleicht zu einem gewissen Thema, aber konkret wüsste ich jetzt nichts. Nee. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt mir gerne eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail oder wie auch immer, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder was ich mal im Livestream zeigen soll oder wie auch immer. Ich habe mir auch überlegt, ob ich dieses Wandervideo aus der Eifel als Reaction-Video live mache. Aber ich weiß erstens nicht, ob das gut ankommt und zweitens weiß ich noch nicht technisch, wie das funktioniert. Ob ich das entweder so mache, live oder eben nicht. Ja, ich muss mal gucken. Regnet, ja. Ja, hier auch. Also ich bin diese Nacht wach gewesen um 1 Uhr. Da hat das hier geschüttet. Geschüttet wie aus Kübeln. Gestern war ich auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Da habe ich auch ordentlich nasse Füße bekommen. Aber so nach der Hälfte ungefähr hat es dann aufgehört. Dann konnte ich endlich diesen Regenschirm einpacken. Richtig toll. Also, ja. Ich habe einen Tailseen-Stick. Hat Sebastian auch. Ja. Also ich habe damals bei Saturn so einen langen gekauft. Den kann man, glaube ich, noch einmal, noch zweimal ausziehen. Also der ist schon sehr weit. Ich könnte das eigentlich auch mal eben holen. Ich hole das mal eben. Ich muss nur mal eben kurz das Mikrofon weglegen. Bin sofort wieder da.
So, eben das Mikro wieder dran. Ja, in Solingen regnet es auch. Überall in ganz NRW ist es am Regnen. Grüß dich, Boris. Zum Glück ist ja kein Wochenende. Ich jetzt im Fenster gucke, scheint die Sonne. Das Fenster runter. Zum Glück ist ja kein Wochenende. Ja. So, also, ich zeige euch das mal. Das ist ja der ursprüngliche Selfie-Stick. Den habe ich hier unten mit Heißkleber festgemacht. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gut erkennen kann. Hier unten so ein kleines Gewinde dran. Das habe ich einfach von einem Stativ abgemacht und damit Heißkleber, wie gesagt, dran gemacht. Und dann kann man das halt eben entsprechend einmal oder zweimal ausziehen. Das ist natürlich ein Riesenklopper, ne? Also wenn du das Ding hältst hier, das ist ja meilenweit aus dem Bild auch raus. Ja, aber so grundsätzlich ist der halt relativ groß. Und wenn da unten noch halt eben dieses Teil hier dran kommt, dann ist das natürlich ein Riesen-Oschi. Na, wenn man das jetzt mal vergleicht. Na, und wie gesagt, den hier, den kann ich komplett nochmal ausfahren hier. Wie geht das denn? So. Na, der wird hier gedreht. Und dann kann ich das hier richtig ausfahren. Und dadurch, dass hier unten halt so ein Gewinde separat schon dran ist, kann ich, wenn ich filme, dann entsprechend auch hier hinten das festhalten. Dann habe ich immer noch genug Abstand. Also, da kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Ich wusste auch gar nicht, dass da ein Selfie-Stick dabei ist. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein Unterwassergriff oder irgendwie sowas gewesen. Ja. Mach doch mal einen Livestream mit Kochen. Nach unserer Anleitung. Chaos vorprogrammiert. Ja, nee, ganz ehrlich. Kochen ja, aber ich habe ja das ein oder andere Kochvideo gemacht. Das ist, glaube ich, sogar auch noch online. Das war da ein bunter Wirsing-Eintopf. Das ist Ewigkeiten her. Ja, nee, aber ein Livestream, also ich quatsche gerne, aber ich möchte nicht quatschen und nebenbei schnibbeln und sowas alles, das ist irgendwie nicht meins. Ich habe von Amazon den Selfie-Stick von Telsin, der ist auch aus Alu, sogar die Beine sind aus Alu, sehr cooles Teil. Ja, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, im Moment habe ich hier das für mich entdeckt. Das Einzige, was ich machen werde, ist, ich werde hier unten noch ein Gummi drum machen, damit die Beine halt eben nicht immer auseinandergehen. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber sonst bin ich damit sehr zufrieden. Schöne Aussicht, ja, finde ich auch. Ist toll, wohl. Wir gucken hier ins Grüne. Jo, schöne Grüße an dich, Pierre. Viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit. Ich hoffe, du hast das noch gehört, was ich gesagt habe. Ich war gerade mit dem ganzen Stativzeug hier schwer beschäftigt. Telesehen. Ja, ich muss mal gucken. Ich guck mal gerade. Boah, den kannst du auf 3 Meter ausfahren. Mann. Ja, aber der Sebastian, der hat auch einen anderen. Ich bin ja schon das ein oder andere Mal mit ihm da unterwegs gewesen. Der hatte auch einen sehr kleinen Selfie-Stick, den er entsprechend natürlich auch komplett ausfahren kann. Ja, mach das mal mit dem Rendern. Ich habe jetzt gerendert das Megamarsch-Fazit-Video. Das ist, glaube ich, auch schon hochgeladen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber das dauert, also das waren jetzt knapp 40 Minuten. Es hat fast, ja, 5,5 Stunden hat das gedauert. Ich habe aber vom Jörg, schöne Grüße an dich, falls du online sein solltest. Ich habe noch keinen Kommentar von dir gesehen. Gehört, dass beim Nachschärfen und beim Sättigen entsprechend die Renderzeit deutlich länger wird. Nee, ich habe Urlaub diese Woche. Ich habe Urlaub. Sechs in einer, da muss ich mal gucken. Ich habe hier noch irgendwie einen anderen gerade gehabt. Moment, ich gucke mal eben. Selfie-Stick 6 in 1. Ah ja, doch, das könnte der sein hier. Ich gehe mal drauf. Da kann man noch ein Smartphone dran machen. Was ist das denn? Ja, doch, das kann er tatsächlich sein, ja. Interessant, 26,90. Ja, ist ja auch
Preis ja ganz akzeptabel, ne? Ich bin keineswegs in der IT-Branche. Überhaupt gar nicht, nee. Also ich kenne mich ein bisschen mit Fotobearbeitung aus, Vektorgrafiken so ein bisschen, aber das ist alles autodidaktisch gelernt, erlernt. Nee, sonst, also ich mache sehr viel IT zu Hause, Verkabelung etc., aber dass ich jetzt ein Experte wäre, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Einzige, was ich an dem Ding hier ein bisschen blöd finde, ist, da gibt es so verschiedene Adapter dabei. Und ich musste jetzt tatsächlich einen so einen Queradapter nehmen, um die Kamera daran zu machen, weil diese Schlitze, die hier sind, die sind für die Halterung viel zu dick. Der passt da nicht rein. Also ich musste hier so ein kleines Zwischenstück dazwischen machen, damit das überhaupt funktioniert. Aber ist eigentlich ganz angenehm, denn wenn ich unterwegs bin und nicht filme, und ich den zusammenklappe, dann kann ich das ganz easy hier festhalten, ohne dass das hier wegrutscht. Ne? Ich meine, hier oben hat man auch noch diese Halterung, aber ja, geht auf jeden Fall auch so. Und wie gesagt, ich werde hier unten noch irgendwie so ein Gummi dran machen, damit das zu bleibt, denn ja, das ist halt blöd, wenn man unterwegs ist und das klappert die ganze Zeit. Meistens halte ich zwar hier fest, aber es ist deutlich angenehmer vom Gewicht her, wenn ich es hier festhalte, ne? Oder hier. Aber ich glaube, so ein Gummi hilft auf jeden Fall. Irgendwie so ein Haargummi oder irgendwie sowas. Schöne Grüße nach Erfurt, Thomas. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch viel Erfolg, Chris und Liz am Limit bei eurem Megamarsch. Vielleicht geht ihr ja live, vielleicht habe ich die Zeit, da mal reinzuschauen. Viel Erfolg auf jeden Fall. Mika, bis dann. Ciao. Sehr gut. Dann werde ich ja sicherlich auch die Benachrichtigung bekommen. Dann werde ich auf jeden Fall mal da zustoßen, wenn es zeitlich passt. Weiß ich nicht, wann eine Osmo Action 2 rauskommt. Die sollte ja irgendwie angeblich letztes Jahr schon rausgekommen sein, ist sie aber nicht. Keine Ahnung. Ich spekuliere auch nicht damit. Ich würde mir die auch nicht kaufen, wenn da eine neue rauskäme. Ich bin mit der, die ich habe, absolut zufrieden. Es gibt für mich null Gründe, da jetzt irgendwie umzusteigen. Da fliegt gerade ein Vogel her. Psst. Habt ihr den gesehen? Ich weiß es gar nicht. Sehr gut. Ja, ich habe den von da richtig ankommen sehen. Ich habe mir gedacht, boah, knüppelt hier durch. Was war das? Irgendwie eine Elster oder irgendwie sowas in der Art. Da hinten ist auch irgendwo ein Vögelchen da oben. Seht ihr das? Auch irgendeine Meise oder sowas am Rumfummeln, ja. Glaub mir. Ja, ich gucke mir den mal an. Aber wie gesagt, also ich ist jetzt im Moment kein Bedarf da, irgendwie noch was Neues zu kaufen. Aber wenn der irgendwann mal über den Jordan geht, dann werde ich auf jeden Fall deinem Rat mal folgen und mich da oder der darin mal investieren, weil ich habe jetzt halt zwei und noch einen dritten. Ja, das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden und gelagert werden, etc. pp. Auch wenn da nur kleine Summen sind. Aber ich bin halt ja sehr zufrieden mit dem, was ich aktuell habe. Im letzten Video fand ich die Redewendung so gut, als ob es keinen Morgen gibt. Dachte mir, das kennst du doch irgendwo, ja. Ja.
Gerne, gerne, kein Problem. Ich habe ja auch Spaß daran, ne? Ich mache das nicht irgendwie aus Jux und Dollerei. Also ich mache das schon aus Jux und Dollerei. Aber es ist halt meine Leidenschaft und ich habe da megamäßig Spaß dran. Ja, alles andere, so wie Laufen oder Fahrradfahren oder irgendwie sowas in der Art, das ist alles irgendwie nichts für mich. Aber Wandern, da habe ich auf jeden Fall meinen Sport gefunden, würde ich sagen. Und ist gerade eine Taube gelandet. Ja, ich glaube, so Mitgliederbereich oder Mitglieder-Dingsbums, diese Kanalmitgliedschaft wirst du wahrscheinlich meinen, ne? Also erstens geht das sowieso, meine ich, erst ab 10.000 Abonnenten. Und zweitens ist es natürlich alles mit einer gewissen Zeit verbunden, ja? Dass ich hin und wieder diese oder dass ich die Videos jetzt monetarisiere. Das ist für den einen oder anderen vielleicht blöd, ja, das verstehe ich auch, aber ich mache das wirklich schon so, dass das in einem angenehmen Rahmen ist. Und ich kann euch wirklich sagen, das, was dabei rumkommt, davon kann sie nicht leben. Also ich auf jeden Fall nicht. So. Sicherlich YouTuber, die 1 Million und mehr Abonnenten haben, ja, klar, bei denen sieht das ein bisschen anders finanziell aus, aber ganz ehrlich, ich bin sehr froh mit dem, was ich habe und wie ich das mache. Auch wenn sich vielleicht der ein oder andere da ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Aber mir geht es nicht anders. Ja? Wenn ich andere YouTube-Kanäle gucke, dann muss ich mir die Werbung auch einziehen. So. Und ich weiß halt, dass das Geld, zumindest bei den Kanälen, die ich schaue, Kai Sackmann beispielsweise, ja, oder auch der Sebastian, ja. Der ist so viel unterwegs, der hat so viel Verschleiß von seiner Ausrüstung etc. pp. Gerade der Kai Sackmann, der kriegt ja natürlich auch so ein bisschen was gesponsert und so weiter. Aber ich glaube, das sind halt Leute, die bei denen das gut ankommt. Und ganz ehrlich, das Geld, was ich damit verdiene, das ist jetzt, wie gesagt, ja. Davon kannst du vielleicht mal, wenn es hochkommt, ein Ticket bei Megamarsch bezahlen. Ja, auf einen Monat gesehen. Also, das ist natürlich, wie gesagt, immer abhängig von den Abonnenten etc. pp. Ich könnte natürlich auch so ein 1,5 Stunden Video vollballern mit Werbung. Natürlich gehen die Werbeeinnahmen dann hoch, aber das ist nicht vordergründig das Ziel, ja? Ja, ganz genau. Denn ich habe auch sogar gelesen, dass YouTube so oder so hin und wieder Werbung schaltet, auch bei Kanälen, wo die nicht monetarisiert sind. Und ganz ehrlich, warum soll ich dann nicht einen kleinen Teil davon abhaben, was ich in neue Ausrüstung, in Projekte investieren kann, was ihr gut findet, wo ich Bock drauf habe. Deswegen, also ich finde, wenn man das alles in einem gewissen Rahmen hält, ist das absolut kein Problem. Dankeschön, Kiri. Ich möchte euch aber noch was anderes zeigen. Ich möchte euch etwas fragen. Ich will nur hoffen, dass ich das Bild jetzt hier habe. Sonst muss ich nämlich mal eben das bei Google Drive hochladen. Ich kann das leider hier nicht einblenden, wenn ich das über die YouTube-App mache hier, den Livestream. Muss ich mal eben kurz gucken da. Ach, das wird man wahrscheinlich nicht sehen können. Ich versuche mal ein Foto davon zu machen einfach. Warte mal. So, ich habe eine Frage an euch. Ja, denke ich auch. Also ich finde das absolut in Ordnung. Nicht, dass ich vorhätte, irgendein Spreadshop oder sonst irgendwas aufzumachen, aber ich möchte einfach mal eure Meinung wissen von dem Design. Könnt ihr da was erkennen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Design haltet. Ja, also mit Werbung, ohne Werbung, klar, diese Adblocker und YouTube Premium, tralala. Ganz ehrlich, ich habe auch mal YouTube Premium gehabt. Habe ich eigentlich auch genossen,
Aber nicht, weil da keine Werbeeinblendungen waren, sondern weil ich die Videos downloaden konnte und die dann irgendwo in der Bahn gucken konnte, ohne Datenvolumen drauf zu knallen oder zu verballern. Ja, das sind halt eben so Sachen, was ich gerade gezeigt habe. Sowas mache ich halt selber. Ich habe da keinen, der da irgendwie. Ach nee, ist das das? Nee, das ist es gar nicht. Entschuldigung, da habe ich was Falsches fotografiert. Was habe ich denn da gemacht? Nee, das ist das gar nicht. Es tut mir leid, ich muss da nochmal was korrigieren. Genau, jetzt, das is ist es. So. Ich muss nochmal fotografieren. So. So, das ist das, was ich meinte. Man das sehen? Da ist der Berg anders. Vielleicht werde ich mir da testweise mal irgendwie auf ein T-Shirt drucken. Immer heiter weiter, das sage ich ja hin und wieder. Das ist auch so eine Sache. Das ist zufällig gekommen in einem der Videos und ja, ich finde, die Pfeile von dem anderen sehen besser aus, ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Die Sache ist, man findet so unglaublich viele Vorlagen im Internet, die man sich entsprechend anpassen kann. Die kann man natürlich kaufen oder man kann das kostenfrei verwenden. Auch, also gewerblich in Anführungsstrichen. Aber die Sache ist, wenn ich sowas kostenfrei mache und das gewerblich nutzen möchte, oder sprich, ich druck mir dann ein T-Shirt von, dann ist es ja im Prinzip trotzdem gewerblich, weil ich ja mit den Videos Werbeeinnahmen habe. Also das ist ganz kompliziert. Dann müsste ich tatsächlich auch irgendwo an der Stelle draufdrucken, von wem das ist, tralala und sowas alles. Ah, da habe ich echt gesagt keinen Bock drauf. Vielleicht lasse ich mir mal irgendwie ja, so ein paar Vorlagen irgendwie anfertigen oder ich lade ein paar runter, dann bezahle ich halt irgendwie 30 € oder irgendwie sowas dafür und kann die dann entsprechend anpassen. Ja, da vorne sitzt unsere Katze. Die geiert auch schon nach den Vögeln hier. Schöne Grüße, Daniel Johnson, The Jetpack Man. Arschgeiler Kanalname, muss ich dir mal sagen. Es tut mir leid, aber du kannst dir den Livestream gerne später nochmal anschauen. Hallo Thorsten, schöne Grüße. Ach, du fährst hier Kohlfurt und so was alles. Ja, da bin ich auch öfter früher mitgefahren. Von Solingen nach Kronberg und nach Elberfeld und so was alles. Ja. Ich bin tatsächlich damals da in Kronberg zur Schule gegangen und wir haben in Elberfeld gewohnt. Da bin ich dann entweder mit dem CE64, mit dem 65 oder mit der 625 da zur Schule gefahren. Ja, ich finde den Namen toll. Daniel Johnson, The Jetpack Man. Was steht denn für euch heute noch an hier? Erzählt mir mal. Ich muss, wie gesagt, gleich nach Düsseldorf. Ach, jetzt sieht man schön den Nebel, der hier aufkommt. Also irgendwie ist das schon mystisch hier. Da hätte ich direkt wieder Lust, meinen Tab zu schnappen und in den Wald zu gehen und einfach mal, ja, die Ruhe zu genießen.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich habe das mit dem T-Shirt-Druck gemacht bei, wie heißt denn die? Wie heißt das denn? Shirtinator. Heißt das Shirtinator? Shirtinator und Shirt-Alarm. Habe ich es mal ausprobiert. Das hier beispielsweise ist von Shirtinator. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Außer dass das Logo generell, das finde ich halt zu groß. Was ich noch mag, außer Bad und Wandern. Pizza, Pommes, Cola oder alternativ Pepsi. Hi Achim, schöne Grüße. Was mag ich denn sonst noch? Sitze vorne links und drehe seit 31 Jahren am Rad. Schönen Tag noch. Gleich mal eine Runde Grube 7. Da bin ich gestern gewesen. Neanderlandsteig. War richtig toll da. Grube 7. Also ich habe das immer auf Karte gesehen. Richtig toll. Da werde ich auf jeden Fall eine separate Runde nochmal machen. Da hätte man beispielsweise eine Drohne gebraucht. Also, boah, Wahnsinn. Auch Müllermilch, Malexius? Fragezeichen? Habe ich nicht verstanden. Schöne Grüße an Toilettendeckel. Dankeschön. Es ist tatsächlich mal so, dass meine Frau gesagt hat, sie würde mal mitkommen. Wir können gerne auch mal ein Video zusammen machen, aber maximal 5 Kilometer. Ja, das ist nicht nur Nebel hier, das ist Regen. Das ist hier permanent am Regnen die ganze Zeit. Aber du hast recht, es zieht hier gerade so schön hier durch, ja. Ach, was du noch so magst. Ja, Buttermilch, Müllermilch. Ja, Fruchtbuttermilch, aber nicht so exzessiv. Wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Cola-Trinker, leider. Ja, ich esse gerne Schokolade, Chips, all diese Laster. Aber ja, ich sehe es. Also, ja. Dann gewinnst du wieder bei Sebastian, wenn ich bei einem Gewinnspiel mitspiele. Bei dem Gewinnspiel, was er jetzt gestern oder vorgestern in dem Livestream verlost hat. Da habe ich nicht mitgemacht. Ich trinke keinen Wein. Ich wär für mich einfach unnötig gewesen. Deswegen wird sich sicherlich jemand anders gefreut haben über den Wein. Ich mache aber auch nicht grundsätzlich bei jedem Gewinnspiel mit. Aber ich habe auch lange nichts mehr gewonnen. Also von daher. Ja, ich glaube, das soll irgendwie die nächsten Tage so bleiben mit dem Dauerregen. Ich habe hier diese Warnwetter-App von Deutschem Wetterdienst. Hier steht bis Donnerstag 6 Uhr gilt die Warnung. Ergiebiger Dauerregen. Wobei, morgen ist doch schon der 15. Ja. Naja. Aber das freut mich, dass es mit dem Livestream auch so klappt hier. Ja, ich glaube, das war tatsächlich schon mal irgendwie. Hatten wir uns da nicht schon mal irgendwie in den Kommentaren darüber ausgetauscht? Das wäre äußerst lustig. Wenn er da oder auch diese 6 Flaschen Wein hätte ich gewonnen. Dann hätte ich darauf bestanden, dass sie die persönlich zu Fuß nach Solingen bringt. Ja, Schwarzwald ist auch schön. Da bin ich auch vor vielen, vielen Jahren gewesen. Waldshut-Tiengen, heißt das so? Ja, die Grenze zur Schweiz, glaube ich. Das war auch richtig toll, aber da habe ich noch überhaupt gar nichts mit Wandern zu tun gehabt. Überhaupt gar nicht. Da bin ich meinem damaligen besten Freund, das war sogar noch, war das noch Schulzeit? Ich glaube ja, also 9., 10. Klasse sind wir da gewesen. Das war richtig toll. Video mit den Fragen kommt ja auch noch, oder? Meinst du die Megamarsch-Fragen?
Jägermarsch Mallorca. Ja, nee. Ich glaube, das sind auch nur 50 Kilometer. Ja, die Megamarsch-Fragen, die sind in dem Megamarsch-Fazit-Video drin. Das habe ich gestern, war das gestern? Nee, vorgestern habe ich das gedreht. Das lädt im Moment noch hoch. Vielleicht, ja, je nachdem, wie schnell YouTube da ist, geht das morgen Abend. Ich muss mal gucken, wie. Aber ist auf jeden Fall mit drin. Kennst du den Wanderkanal von Merlin? Oh ja, der macht auch richtig tolle Videos. Der ist das krasse Gegenteil zum Sebastian. Der ist überhaupt kein Hektiker. Der macht das sehr ruhig, sehr gediegen. Finde ich richtig toll. Auch die Naturaufnahmen, die Umgebung, wo er da ist. Also absolut ein Traum, ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja, der ist in Solingen Mitte, ja. Ja, hier gibt es Böker, Wüsthof, Zwilling. Ach, was weiß ich, wer hier. Uhlkensen gibt es hier. Ja, hier gibt es eine ganze Menge. Was sagst du denn zu Corona-Impfung und so? Sebastian ist ja eher ein Querdenker. Ich glaube nicht, dass er ein Querdenker ist. Er hat seine eigene Meinung dazu. Und ich denke, die sollte jeder haben. Die habe ich auch. Was ich jetzt konkret dazu sage, ich bin jetzt keiner, der das permanent leugnet, aber ich bin jetzt auch keiner, der das überdramatisiert. Ja. Ich einen Reisetipp außerhalb von Deutschland hätte, in den Bergen. Ich war leider noch nie in den Bergen. Noch nie. Wir wollten ursprünglich im vergangenen Jahr in die Alpen fahren oder zumindest so da in die Richtung. Hat aber leider nicht funktioniert wegen Corona und diesem ganzen Zeug da. Deswegen waren wir dann im Sauerland, wobei das ist auch Berge, ne? Also Sauerland kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe im Moment eins von Sim, wie heißt das denn? Simbatec? Aus Remscheid sind die, glaube ich. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch tatsächlich nur dieses eine kleine Messer. Was schätzt du, wie viele Kilometer läufst du im Monat? Ja, die Eifel ist auch toll. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie sehen kann bei Komoot. Da muss ich sagen, ich habe in der letzten Zeit leider nicht allzu viel aufgezeichnet, außer diese längeren Wanderungen. Aber ich guck mal, was die Statistik sagt. Also ja, 2021. Also ich bin hier im Jahr 2021. 1450 Kilometer gelaufen, aufgezeichnete Kilometer mit Komoot. Im Juli, was haben wir jetzt? Juli? 94,6. Gehen wir mal im Juni, sind es 111. Im Mai waren es 200. Im April 267. März 278. Es liegt aber daran, dass da diese Challenge war und ich da sehr viel mehr aufgezeichnet habe, als ich es jetzt mache. Ah ja, der Harz ist auch toll. Ja. Hallo Michael, 1505. Ich wünsche dir viel Erfolg, Thorsten. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ich bin hin und wieder da mal am Graf-Wilhelm-Platz einkaufen und sowas alles. Also wenn du mich siehst, ich guck mal, dann ja, sag mal gerne Hallo. Würde mich freuen. Manolo, Mahlzeit. Kommt bald wieder etwas mit Sebastian. Es ist aktuell nichts geplant, aber wenn ihr Vorschläge habt, was ich denn mit dem Sebastian mal machen könnte, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder per Instagram oder wie auch immer. Hallo Dennis, Carsten, hallo. Würdest du den Jakobsweg laufen nach Spanien? Ja, also über längere Distanz zu laufen, würde mich schon interessieren. Ob es jetzt unbedingt der Jakobsweg sein muss, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir tatsächlich sowas vorstellen. Ist halt zeitaufwendig. Ja, Radfahren und Joggen mache ich gar nicht. Also ich gehe dann, wenn, ganz normal zu Fuß in Anführungsstrichen.
Gerne auch noch mal so etwas wie ein Berlin-Vlog. Ja. Also was kann ich auf jeden Fall machen, aber dann wird das wahrscheinlich eher hier so im Solinger Raum sein. Nächstes Wochenende ist auf jeden Fall eine große Sache geplant. Da möchte ich noch nichts zu sagen, aber lasst euch überraschen. Du musst mal was mit unterwegs mit Nino machen. Bei dem geht alles schief, aber klappt am Ende doch. Ja, aber so soll das ja auch sein. Aber die Sache ist ja, ich mache gerne mit anderen was zusammen, das ist überhaupt kein Problem. Sowas entwickelt sich meistens aber auch. Ja, das ist genauso wie mit dem Sebastian. Das erste Mal, als wir uns getroffen haben hier unten im Bärenloch, war das im Bärenloch? Ja. Ja, da hat man sich so ein bisschen ausgetauscht und ja, dann habe ich nochmal gewonnen, glaube ich. Oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, und irgendwann kam es dann zu dieser Wanderung, zu dieser ersten. Und ja, sowas entwickelt sich. Also so pauschal ihn einfach anzuschreiben und zu sagen, immer hast du mal Bock, was zu machen. Kann ich natürlich machen, aber es muss halt auch passen, ne? Um die 800 Kilometer ist das bis Spanien. Hat ja nur 800 Kilometer. Megamarsch mit Sebastian. Ja, das wird aber zwei ganz unterschiedliche Videos geben. Das kann ich dir aber versprechen. Der läuft ja nochmal ein ganz anderes Tempo dann. Gerade wenn er in so einem Wettkampfmodus ist. Ne? Du brauchst einen, der auch Kaffee trinkt. Ja, gut. Ganz ehrlich. Dann trinke ich lieber meinen Kaffee alleine, dann kann mir den auch keiner wegtrinken. Ja, also es gibt ja auch den Megamarsch Sylt. Da werden aber bei weitem nicht alle zugelassen, habe ich gelesen. Aufgrund des Sandes, das ist wohl äußerst ja, anspruchsvoll. So, meine Freunde, der Akku geht hier langsam zur Neige und ich habe leider vergessen, das Kabel anzuschließen. Streamen schon wieder 42 Minuten, ich werde bekloppt. Nun gut, meine Freunde, das soll's gewesen sein mit diesem spontanen kleinen Livestream. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und das wird garantiert nicht der letzte Livestream gewesen sein. Ich bedanke mich bei jedem, der hier fleißig kommentiert hat. Wie stehst du zu Bushcraft und anderen wie Vanessa Blank, Saki? Saki finde ich toll. Vanessa Blank gucke ich hin und wieder. Ja. Aber generell Bushcraft finde ich schon interessant. Ja, also mal sowas zu schnitzen und sowas könnte ich mir schon vorstellen. Aber so Megaprojekte, irgendwie ein Haus da bauen und so Klamotten, das, nee. Ist, ja, nee. Vielleicht entwickelt sich sowas. So, meine Freunde, ich bedanke mich, ich wünsche euch einen angenehmen Tag und wir sehen uns demnächst. Hallo Brian und tschüss. Ciao.